Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim vorletzten Rennen unserer 6. Saison und zwar in Mexiko. Beim großen Preis von Mexiko. Heißt, ist das Mexiko auch? Ach, keine Ahnung. Egal, wir machen einfach weiter. Ihr habt nichts gehört. Hey, wie heißt denn die Stadt, in der das Rennen ist? Da habe ich irgendwie noch nie so drauf geachtet, aber ist okay. Beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, den WM-Titel vorzeitig für uns zu entscheiden. Und deshalb habe ich mir überlegt, probieren wir für diese letzten beiden Rennen ein bisschen was anderes. Und zwar seht ihr schon, ist die Renndistanz auf 25% gestellt. Einfach aufgrund dessen, dass ich... Das ist für mich eine Option für die 7. Saison. Ich bin mir, wie gesagt, wie beim letzten Mal schon angesprochen, nicht 100%ig sicher, ob wir die 7. Saison noch spielen werden. Das hängt auch so ein bisschen von den Reglementänderungen ab, ob da was passiert. Und ein großer Teil hängt natürlich auch davon ab, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Aber ich denke, dass diese 25%-Rennen wirklich eine sinnvolle Sache wären für eine eventuelle 7. Saison, weil das halt diese beschissene Strategie von der KI ja, wettmachen würde. In einem 25%-Rennen macht halt jeder einfach einen Stop. Und ja, deshalb wäre das vielleicht eine Lösung. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Generell, ob ihr Bock habt auf noch eine weitere Saison. Ich richte mich da echt voll und ganz nach euch. Wenn ihr sagt, wir wollen noch eine Saison mit 50%-Rennen, dann machen wir das. Aber dann laufen wir halt Gefahr, dass das sehr ähnlich wird wie diese. Wenn ihr aber sagt, mit 25%, dann machen wir es mit 25%. Also ich bin da im Prinzip offen für alles. Ja, genau. Und die letzten beiden Rennen, die nutzen wir einfach mal als Test. Schauen mal, wie das ist mit 25%-Rennen. Ich meine, es geht für uns eh um nichts mehr. Wir haben die WM schon gewonnen, die Konstrukteurs-WM ist auch safe. Und von daher probieren wir es aus. Vielleicht ist es cool und vielleicht merkt man aber auch jetzt schon in den zwei Rennen, dass das Bullshit ist. Und keinen Sinn macht, das eine komplette Saison über zu machen. Wie sieht es aus mit Reglementänderungen? Nach wie vor haben wir hier nichts. Boah, okay. Also das heißt, entweder wir bekommen keine, was verdammt cool wäre, weil das hier so aussieht, also mega spannend. Oder wir bekommen welche und die werden wirklich beim letzten Saisonrennen dann in Brasilien angekündigt. Das wäre schon sauasi. Also da, boah. Das wäre krass. Wenn das wirklich passiert, dann wäre ich schon überrascht. Ich rechne aktuell fast damit, dass wir keine erleben werden. Was natürlich extrem geil wäre. Ich meine, so in eine neue Saison zu starten, besser geht's gar nicht. Spannender geht's nicht. Okay. Okay, ja, ich bin gespannt. Beim nächsten Mal werden wir es ja erfahren, ob es welche gibt oder nicht. Das Qualifying wird durch ein kürzeres Rennen aber natürlich nicht unwichtiger. Wenn überhaupt sogar ein bisschen wichtiger, oder? Ich meine, wir haben halt dann, oh, im Rennen, das war ein bisschen schlecht, im Rennen weniger Runden Zeit, um ein schlechtes Qualifying gut zu machen. Und wir können uns auch heute nicht drauf verlassen, dass die KI irgendwie eine schlechte Strategie fährt. Das geht in einem 25%-Rennen ja im Prinzip nicht, weil es für alle eine Einstop sein wird. Ja, das ist schon mal okay, aber das macht mir ein bisschen Sorgen, dass Grosjean da nicht so weit von uns weg ist. Und Giovinazzi auch nicht. Am Ende kommen wir auf dem 6. Platz locker weiter in den 2. Teil des Qualifyings. Das ist sehr, sehr cool. Gab es irgendeine Überraschung da weiter unten? Mal schauen. Boah, ja, De Vries. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung, den hier zu sehen auf Platz 21. Alpha Tauri ist doch auch so dran an dieser Spitzengruppe an Autos, oder? Das ist schon komisch, dass der so schlecht war. Oh ja, das war gut. Das war gut. Ich denke, die Runde sollte auf jeden Fall reichen, um uns in das Top-10-Shootout gleich zu bringen. Letzte Kurve nochmal gut mitnehmen. Ja, kein Quersteher riskieren. Und dann übernehmen wir sogar zwischenzeitlich die Führung. Sehr, sehr cool. Oh, Schumacher auf dem 2. Platz. Oh, ich liebe das. Ich finde das so geil. Irgendwie in jeder Session hat man wen anders vorne jetzt auf einmal Verstappen. Russell, der vorhin in Q1 saustark war, ist jetzt auf einmal nirgends. Aber trotzdem nur eine halbe Sekunde weg vom Erstplatzierten. Mega cool. Wir kommen auch relativ locker weiter auf dem 4. Platz. Allerdings schon ein ganz schönes Stückchen hinter Verstappen. Ich wüsste nicht, wo wir da noch 3 Zehntel hätten herzaubern sollen auf der einen Runde. Oh, Albon im Red Bull aber draußen und sein Teamkollege kommt auf Platz 1 weiter. Aber selbst er war aber nicht so weit weg, also nicht so schrecklich weit zumindest. Das ist schon krass. Der Einzige, der ein bisschen abgeschlagen war, war Giovinazzi im schwachen Alfa Romeo. Aber sonst ist das mal wieder unfassbar spannend hier. Ah, das war jetzt der erste größere Fehler auf dieser Runde. Bisher war die aber sehr gut. Das Stadion nochmal okay mitnehmen. Und dann ist das schon mal eine erste sehr, sehr starke Zeit, die wir hier stehen haben in Q3. Ah,
let's go, let's go. Da in den S-Kurven können wir uns nochmal steigern, auf jeden Fall gleich im zweiten Run. Der Rest war aber sehr gut, boah, dieser kleine Fehler entscheidet das aber direkt halt vielleicht. Ja, aber ich meine, klar, so eng wie das beieinander ist, da muss die Runde echt perfekt sein. Und das war diese noch nicht ganz. Boah, Stroll ist auf einmal jetzt an der Spitze mit einer richtig starken Zeit auch noch. Da müssen wir erstmal rankommen. Russell, ja gut, der war bisher noch nicht so da hier in Q3. Kann sich aber auch jederzeit nochmal steigern. Boah, ich habe mal wieder keine Ahnung, wer sich die Pole holt. Obwohl die Abstände schon ein bisschen größer sind als in Q2 noch. Also so ein paar Favoriten gibt's auf jeden Fall. Ich denke, da gehören auch wir dazu. Wenn eine fehlerfreie Runde gelingt, dann kann das schon was werden. Hä, was machen die da alle? Die sind voll eng beieinander auf der Strecke und werden es auch niemals schaffen, noch eine Runde zu beginnen, oder? Das heißt, das muss deren fliegende Runde sein und das direkt hintereinander. Das macht ja gar keinen Sinn. Nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. Da habe ich in der ersten Kurve schon einen Riesenfehler gemacht. Viel zu früh gebremst, weil ich da ein bisschen meinen Bremspunkt verpennt habe. Trotzdem verbessern wir uns aber um ein bisschen. Ja, immerhin, aber das zeigt einfach, was hier drin gewesen wäre, ohne der ganzen Fehler. Platz 3 war das aber, glaube ich, oder? Ja, sehr, sehr gut. Starkes Ergebnis. Boah, Lance Stroll holt sich wirklich die Pole da vorne. Wahnsinn, ey, was für eine Leistung von ihm. Leclerc nicht weit dahinter und auch wir auf jeden Fall in Schlagdistanz. Genauso wie auch Russell und Verstappen. Dahinter ist dann schon eine etwas größere Lücke zu Kvyat. Boah, ich freue mich auf das Rennen. Das wird echt cool, weil so viele eng beieinander sind. Und wir haben halt jetzt nicht das Problem, dass das durch die Strategie entschieden wird. Das glaube ich nicht. Klar, man kann ein bisschen rumspielen, indem man eine Runde früher oder später auf die Mediums wechselt. Aber mehr kann man da auch nicht machen. Und das... ja, das könnte es echt spannend machen. Hoffe ich zumindest. Das Einzige, mit dem wir ein bisschen rumspielen müssen, ist halt, wann wir reinkommen an die Box. Wenn wir ein bisschen früher reinkommen, kann es passieren, dass wir eventuell aufgehalten werden hinter Jungs, die noch nicht gestoppt haben. Wenn wir aber zu spät reingehen, kann es passieren, dass wir undercutted werden von Leuten, die davor schon gestoppt haben. Benzin hauen wir uns für 2 Runden weniger rein oder vielleicht nicht ganz so viel weniger. Ich glaube, hier in Mexiko kann das fette Gemisch nicht schaden. Machen wir mal für eine Runde weniger. Und dann gehen wir direkt an den Start hier beim vorletzten Rennen dieser 6. Saison. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe keine Ahnung, wer es gewinnt. Kann Stroll seine Pole in einen Sieg umwandeln? Schnappen wir uns vielleicht unseren nächsten Saisonsieg? Oder antwortet Russell darauf, dass er den WM-Titel verloren hat mit einem Sieg? Mal schauen. Es kann alles passieren. Leclerc ist auch noch da voll dabei. Also, das wird echt ganz spannend. Let's go. Da kommen die 5 Rotenlichter und es geht los hier in Mexiko. Ein guter Start wäre nicht unwichtig, weil der Weg in die erste Kurve verdammt lang ist hier auf der Strecke. Ich bilde mir sogar ein, das ist der längste Weg in die erste Kurve hinein. Und der Start war nicht schlecht, aber nicht optimal. Russell konnte da direkt mal vorbeiziehen. Da gehen wir mal da nach außen, obwohl wir da ein bisschen blockiert werden leider von Stroll, der direkt vor uns war.
Hoffentlich können wir aber immerhin gegen Russell wieder kontern. Nein, das ging leider nicht. Wäre ein bisschen zu optimistisch gewesen, da innen reinzustechen. Na, schade. Eine Position haben wir verloren. Und das gerade an unseren Teamkollegen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Stroll und Russell da vorne jetzt. Rad an Rad. Boah, immer noch. Leichte Berührung sogar zwischen den beiden, so wie das aussah. Können wir das eventuell ausnutzen? Innen vorbei an Lance Stroll. Somit hätten wir immerhin unsere Startposition wieder. Oh ja, sehr, sehr gut. Ganz bitterer Start aber für Lance. Der hat seine Pole direkt mal verloren und ist auf dem vierten Platz unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt die Pace haben, um mit Russell mitzuhalten oder ihn vielleicht sogar anzugreifen. Auf jeden Fall gibt Leclerc da vorne aber Vollgas. Der will ja hier mal gar nichts anbrennen lassen. Hat jetzt schon 3 Sekunden Vorsprung und das nach nicht mal 2 Runden. Was fährt der? Eine 15-2. Russell auch. Wir leider ein bisschen langsamer. Das war die langsamste Zeit jetzt hier in der Top 3. Das ist nicht gut. In der Runde ist das DRS aktiviert. Da müssen wir auf jeden Fall dann dran sein an Russell, um das DRS zu bekommen. Wenn wir das nicht kriegen, dann wird es leider schwierig. Obwohl, ja, jetzt sind wir wieder rangekommen. Ich weiß nicht, im Kurvingteil scheint er irgendwie stärker zu sein. Aber auf den Geraden, da macht er ja mal sowas von gar nichts. Oh, kleiner Rutscher von George. Das ist gut. Bekommen wir das DRS gleich? Ja, das tun wir. Ach, stimmt, hier sogar. Irgendwie vergesse ich immer wieder, dass es hier diese DRS gerade gibt. Die bringt aber auch meistens eher weniger. Viel wichtiger wäre es natürlich, das DRS auf der langen Startzielgerade zu haben. Aber das sieht gerade ganz gut aus. Und Russell wird es auch nicht haben auf Leclerc. Mal sehen, der Heckflügel ist offen. Russell hat aber schon einen ganz netten Vorsprung gehabt zu Beginn dieser Gerade. Ja, und somit reicht das leider nicht, um da anzugreifen. Vielleicht ja hier auf der zweiten DRS gerade. Ah, nee, auch da sind wir nicht nah genug dran. Der ist echt schnell da vorne. Das gibt's doch nicht. Wir kommen aber gemeinsam so ein bisschen ran an Leclerc. Oh, das könnte gleich so einen Dreikampf geben um die Führung hier in diesem Rennen, wenn es so weitergeht. Das sieht doch vielversprechend aus. Boah, was ein Überschuss gegen Russell. Holy shit. Wir waren so weit weg zu Beginn der Gerade. Ah, dann bremse ich leider ein bisschen zu früh. Das ist ärgerlich. Ja, wir waren echt meilenweit hinter dem. Und am Ende bekommen wir trotzdem die Chance, um ihn anzugreifen in die erste Kurve hinein. Was sagt Jeff da? Ein bisschen später auf die Mediums. Ja, warum eigentlich nicht? Diesmal sind wir ein bisschen näher dran. Auch wenn er schon wieder echt einen guten Vorsprung hat. Im Stadion ist er verdammt stark. Oh, das wird jetzt aber reichen. Da waren wir vorhin viel weiter weg, konnten trotzdem angreifen. Und somit ist das jetzt ein Kinderspiel. Boah, was ein Topspeed. 360 km/h fast. Hier auf der langen Gerade. Und wir sind vorbei. Können Jagd machen auf Leclerc. Der aber schon einen ganz netten Vorsprung hat da vorne. Neue schnellste Rennrunde, eine 14-7. Trotzdem sind hier aber kaum rangekommen an Leclerc. Der hat immer noch ungefähr 2 Sekunden. Wow. Ja, dafür noch eine Verwarnung, dass wir fast abfliegen. Ja, super. Boah, das hätte sowas von nach hinten losgehen können. Oh, gelbe Flagge. Da scheidet einer aus. Einer der beiden Alphas, glaube ich. Oh, das müsste er hier gewesen sein. Oder Giovinazzi, unser DNF-König. Wie oft der ausscheidet, das ist echt krass. Also wie oft ist der schon ausgeschieden? Ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber... Also bestimmt schon 10 Mal in dieser Karriere mit einem Motorschaden. Und das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass das halt immer er ist. Immer derselbe Fahrer, den das so oft trifft. Das ist echt heftig. Oh, Leclerc kommt rein, oder? Leclerc kommt rein. Ja, dann machen wir noch eine Runde. Müssen jetzt pushen, was das Zeug hält. Und vielleicht gelingt es uns ja dadurch, dann vorbeizukommen. So schlecht sind die Reifen noch nicht. Da können wir auf jeden Fall noch eine ganz schnelle Runde rausholen. Und dann bin ich mal gespannt. Russell ist auch noch draußen geblieben. Obwohl, so schnell ist das leider nicht mehr. In dieser Runde werden wir auf jeden Fall reinkommen müssen. Wo ist Leclerc rausgekommen? Ich sehe ihn gerade auf der Karte leider nicht. Wenn wir Glück haben, dann hängt er aber ein bisschen fest hinter Langsameren. Obwohl, nee, ich glaube, ich sehe ihn. Der ist vor den beiden Williams und hat perfekt freie Fahrt. Das ist gar nicht gut. Ja, nichts herschenken jetzt gleich beim an die Box fahren. Ich hoffe, dass Russell nicht hinter uns reinkommt. Aber ich habe den Stop jetzt extra angekündigt. Also, wenn er das macht, dann ist das wirklich einfach nur Dummheit. Ah, das war nicht schlecht. Er kommt tatsächlich rein. Ja, was soll man denn noch machen? Ich sag doch schon, dass wir an die Box kommen. Und wir sind das führende Auto auf der Strecke von uns beiden. Also, mehr kann man ja wohl wirklich nicht machen. Guter Stop jetzt hoffentlich von unseren Jungs. Und dann bin ich mal gespannt. Wir werden wahrscheinlich hinter Leclerc rauskommen. Das würde mich schon sehr wundern. Wenn nicht, dann müsste der komplett verkackt haben in seiner Outlap. Ah, nee, das hat er aber nicht. Übernimmt jetzt schon wieder die Führung, beziehungsweise den zweiten Platz. Bald wird das aber die Führung sein. Und der hat seinen Vorsprung sogar ausgebaut. Das ist nicht gut. Auch Albon da vorne müsste jetzt reinkommen. Genau so ist es. Jetzt haben wir gleich noch 8 Runden, um Leclerc noch irgendwie zu bekommen hier bei diesem Rennen.
Das wird aber sauschwer. Der ist echt mega schnell. Wir sind bisher da kaum rangekommen. Auch vorhin auf den Softreifen nicht. Ich bin gespannt, wie das hier auf den Mediums wird. Ja, wir kommen auf jeden Fall ran. 1,4 Sekunden sind es noch. 1,3 jetzt kurz sogar. Ah, come on, viele Runden sind es aber nicht mehr. Und jetzt ist es auch wieder ein bisschen mehr. Also das ist echt... Wir schenken uns da gar nichts. Mal kommen wir ein bisschen näher ran. Dann fährt Leclerc aber wieder weg. Das sind die ganze Zeit so ungefähr 2 Sekunden. Oh, neue schnellste Rennrunde. Und das zeigt sich auch. Wir sind wieder näher rangekommen. Bald haben wir sogar das DRS, wenn es so weitergeht. Come on, Mann, das ist noch möglich, das zu gewinnen. Mich wundert es ein bisschen, wie weit auf einmal Russell zurückgefallen ist. Nur dadurch, dass der hinter uns aufgehalten wurde. Der ist einfach mal 12 Sekunden hinter uns. Und vorhin war der sowas von dabei im Kampf um den Sieg. Das ist schon krass. Oh, da ist das DRS. Hier auf der langen, langen Startziel gerade. Let's go. Wird das vielleicht schon reichen für den Angriff? Vorhin gegen Russell haben wir ja gesehen, wie stark das DRS hier ist. Ah, nee, gegen Leclerc sieht das aber noch ein bisschen anders aus. Einen der Ferraris hat es da erwischt, glaube ich. Das schauen wir uns aber gar nicht an. Das wird eh ein Motorschaden sein, so wie immer. Wer von den beiden ist das denn? Kwiat oder Vettel? Vettel. Kwiat sehen wir ja da in der Top 5 auf dem 5. Platz. Das war es dann wohl leider für Sepp hier in diesem Rennen. Oh, das wird echt ein mega spannendes Finish. Genau sowas habe ich mir gewünscht hier bei diesem Rennen. Wir werden wieder das DRS haben. Immer noch ist Leclerc aber weit genug vorne, um das zu verteidigen, glaube ich. Ja, das wird ähnlich wie in der letzten Runde. Wir haben das DRS, aber das wird nicht für den Angriff reichen. Und jetzt ist auch noch gelb hier auf der Startziel gerade durch Vettels Motorschaden. Ich hoffe, dass die das schnell in den Griff bekommen. Wenn nicht, dann ist das gar nicht gut. Dann müssen wir es halt hier machen, wenn auf der Startziel gerade gelb ist. Ah, nee, noch nicht. Oh, das wird sich hier echt in den letzten 3 Runden entscheiden. Auf den letzten Metern dieses Rennens fast schon. Wieder sind wir dran, aber wieder nicht nah genug. Oder die Kurve habe ich nicht so drauf. Da kommt Leclerc immer verdammt gut raus. Und hat somit dann einen kleinen Vorsprung hier auf der Startziel gerade. Oder reicht das diesmal? Diesmal haben wir auch einen besseren Windschatten als in den Runden zuvor. Oh ja, und das zeigt sich. Wir kommen ran. Ah, dann traue ich mich nicht spät genug zu bremsen. Scheiße. Aber komm, nicht aufgeben. Wir bekommen direkt die nächste Chance hier auf der 2. DRS gerade. Leclerc weiß, was kommt. Verteidigt in hinein in diese langsame Kurve. Hat die Innenseite. Wir können das außen aber echt gut halten und sind vorbei. Oder 3 Runden vor Schluss hier in diesem Rennen. Oh ja, Mann, sehr geil. Ich hoffe, jetzt können wir uns absetzen, aber ich rechne nicht damit, ehrlich gesagt. Und zwar so gar nicht. Da kommt schon der Konter von Leclerc. Wir müssen verteidigen. Hier im Eingang zum Stadion bleiben. Nochmal vorne. Der wird aber gleich nochmal das DRS haben auf der Startziel gerade. Und ich glaube, oder ich fürchte, dort wird das eher unlustig. Oder? Hat der das DRS überhaupt? Hat der das DRS überhaupt? Es kann gut sein, dass nicht. Das war kurz über einer Sekunde der Rückstand. Jetzt ist er wieder dran, aber ich glaube am Messpunkt war er zu weit weg, oder? Ja, der kommt auf jeden Fall nicht ran. Das ist sehr cool. Oh, hier ist Leclerc immer stark. Das war in der letzten Runde auch schon der Fall. Aber das kann man hier in dieser Kurve ganz gut verteidigen. Ja, in dieser Runde klappt es wieder. Eine Runde haben wir gleich nur noch vor uns. Und dann ist das Ding hier gewonnen. Hoffentlich zumindest. Leclerc ist nochmal nah dran. Will's auf jeden Fall wissen. Hier in der letzten Runde. Wir sind in der 18. von 18 Runden bei diesem großen Preis von Mexiko. Da kommt Leclerc. Rad an Rad geht's hier lang. Auf dieser ewig langen Startziel. Gerade da ist Leclerc. Wer bremst später? Vorhin war er das auf jeden Fall. Diesmal möchte ich das aber nicht zulassen, dass er da wieder viel später bremst als wir. Boah, habe ich davon alleine das Auto verloren oder hat er uns leicht berührt? Ich glaube, das war eher mein Fehler. Aber zum Glück hat es uns ja nichts gekostet. Wir sind nach wie vor ihm. Auch die 2. DRS gerade ist überstanden. Boah, ist das spannend, ey. Es geht zwar um nichts mehr, aber trotzdem, so einen Rennsieg will man immer mitnehmen, wenn die Chance da ist. Und wenn sie vor allem so groß ist wie jetzt. Oh, jetzt sieht's schon gut aus. Jetzt hat Leclerc eigentlich nur noch die Chance gleich auf dieser kurzen DRS gerade. Da, wo er schon ein paar Mal nahe dran war, aber für viel mehr als nahe dran zu sein, hat das bisher nicht gereicht. Und auch diesmal wird das nicht genug sein. Oder er kommt zwar ran, ich fahre nochmal Kampflinie so zur Sicherheit, damit er da ja nichts probieren kann. Aber es sieht wieder gut aus. Wir kommen zum letzten Mal in diesem Rennen hier in das epische Stadion in Mexiko. Da geht schon das Feuerwerk ab. Ja, keinen Fehler machen jetzt hier in dieser letzten Kurve und dann ist es geschafft. Wir gewinnen, glaube ich, unser 3. Rennen in Folge hier in dieser Saison und das nach einem richtig geilen Fight gegen Leclerc. Das war echt ein cooles Rennen, hat mega Spaß gemacht.
Werfen wir einen Blick auf das Rennergebnis. Wir gewinnen das Ganze vor Leclerc und Russell. Schade, dass Russell da beim Boxenstopp so weit zurückgefallen ist, dadurch, dass der halt direkt hinter uns an die Box kam. Wäre das nicht passiert, hätte das vielleicht zu dritt zur Sache gehen können da an der Spitze. Und dann wäre es noch ein bisschen cooler gewesen. Ja, ich weiß nicht. Das war das erste 25%-Rennen. Was sagen wir dazu? Also, das Rennen an sich fand ich geil. Es ist ein bisschen kurz, natürlich. Halt die Hälfte von einem 50%-Rennen. Das Ding ist aber, ich muss sagen, wäre das so passiert in einem 50%-Rennen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Mexiko war auch so eine Strecke, auf der die KI eine 2-Stop gemacht hat in einem 50%-Rennen, ziemlich sicher. Und als Spieler konnte man nur einen Stop machen. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, klar, ich will das jetzt auch irgendwie rechtfertigen, dass wir so ein kurzes Rennen gemacht haben. Also, ich behaupte, das wäre so nicht passiert in einem 50%-Rennen. Ich glaube, dort hätten wir mit mehr Vorsprung gewonnen. Und die KI hätte ziemlich sicher auch eine beschissene Strategie gemacht. Das weiß ich aus den vorherigen Saisons noch, dass die hier zwei Stops gemacht haben. Und da habe ich mich auch schon immer drüber aufgeregt. Also, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Müssen wir mal schauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ein Rennen haben wir in der Saison ja noch in Brasilien, bei dem wir uns das Ganze nochmal anschauen können und uns da eine Meinung zu machen können. Fahrer-WM dort sieht es jetzt so aus. Und in der Konstrukteurs-WM bleibt es aber nach wie vor spannend. Boah, drei Teams kämpfen da immer noch um den zweiten Platz. Ich bin gespannt, wer das am Ende macht. Aktuell sieht es schon stark nach Red Bull aus, aber Renault und Mercedes haben da auf jeden Fall noch Chancen. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder beim letzten Rennen dieser sechsten Saison und vielleicht beim letzten Rennen dieser MyTeam-Karriere. Ich möchte mir das noch offen halten, will auf jeden Fall die Kommentare lesen, die ihr ja hier dann schreibt unter diesen letzten paar Folgen. Und ja, ich muss mir auch einfach überlegen, ob ich da noch Bock habe, ob das noch Sinn macht, ob es eine spannende Saison wäre vor allem. Was zu einem großen Teil davon abhängt, ob wir Reglementänderungen bekommen oder nicht. Mal schauen, also so langsam müsste da halt was kommen. Das nächste Rennen ist das letzte, das heißt, wenn da nichts kommt, dann starten wir hier so spannend in eine mögliche siebte Saison. Und dann wird es auf jeden Fall cool, aber ja, ihr müsst das auch verstehen. Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt seit, wann ist das rausgekommen? Im Juni oder Juli. Wir sind in der sechsten Saison, das waren alles 50% Saisons bis hierhin. Ja, da ist die Motivation jetzt natürlich nicht mehr komplett oben, wie es am Anfang der Fall war. Aber wenn ihr da Bock drauf habt und wenn das hier vor allem so spannend bleibt, dann hätte ich definitiv Bock, noch eine Saison dran zu hängen. Ob mit 50 oder 25% Rennen, das müssen wir mal gucken. Mal schauen. Ja, hängt auch ein bisschen davon ab, was ihr dazu sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.